Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Diddy Kong Racing im Abenteuermodus 2 mit eurem Purple. Ja, wir haben ja in der letzten Folge gesehen, dass wir wieder alles abräumen, was geht, auch wenn es ein bisschen schwieriger wird. Und jetzt sind wir wieder vor dem großen Showdown gegen den Triceratops. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal das Rennen. Jetzt wird es natürlich nicht so einfach, weil uns jetzt auch noch die Hindernisse da blockieren werden. Schauen wir einfach mal, wie wir es hinbekommen. Ich hoffe einfach nicht, dass wir jetzt noch irgend so ein Fail machen wie vorhin. So, gucken wir mal, ob wir da direkt durchkommen. Kann uns auch nichts anhaben. So, jetzt haben wir uns schon mal hier einen kleinen Boost geholt. Die Dinger fallen auch ganz schön spät runter. Also haben wir schon mal einen guten Lauf soweit. Mein Daumen, der geht hier gerade ein bisschen kaputt, weil ich hier wieder 20.000 Mal auf den A-Knopf drücke. Besseren Boost zu kriegen. Oh, jetzt bin ich hier ein bisschen hängen geblieben, aber wir haben die Abkürzung. Nur diesmal leider ohne einen zweiten Boost. Man sieht, wir sind richtig langsam. Aber wir haben trotzdem noch einen guten Vorsprung. Ich drücke jetzt nicht mehr die A-Taste, ich halte nur noch gedrückt, weil das schon ein sehr guter Vorsprung ist. Ich denke mal, den werden wir jetzt auch noch kriegen. Hier sind aber irgendwie seit dem letzten Mal mehr Bäume gewachsen, habe ich so das Gefühl. Ich habe ihn zwar noch gehört, aber auch das haben wir souverän gemeistert. Gerade kam er noch ins Bild rein. Ja. Das werden wir jetzt auch gleich machen. Ja, und da haben wir schon wieder einen Teil des Amuletts und Wispix seine Büste im Berg ist jetzt auch wieder farbig geworden. Ja, wir fahren jetzt erstmal, würde ich sagen, beziehungsweise wir nehmen hier diese Challenge mit den Eiern. Haben wir ja mit im ersten Abenteuer mit Glück gerade so geholt, weil das Ei rechtzeitig geschlüpft ist. Da müssen wir natürlich schauen, dass wir es diesmal geschickter angehen und besser hinbekommen. So, da holen wir uns gleich mal vom Bumper das Ei. Weil der will sicher unseres klauen. Ah, da wurde es mir noch geklaut. Ich fasse es nicht. Aber hier unten liegt schon wieder eins. So, komm, schlüpf. Schlüpf, schlüpf, schlüpf. Das gibt's doch nicht. So, und Sturzflug. Oh, der Bumper, der hat schon wieder ein zweites. Oh, hier ist... Komm, komm, komm. Nein! Ah, verdammt. Ja, wo können wir uns ein drittes abholen? Ah, hier im Sturzflug. Hier haben wir jetzt einen Bumper weggeschnappt. So, und jetzt nur noch verteidigen irgendwie. Das Problem ist, ich habe jetzt keine Raketen. Ich muss jetzt einfach hier wie eine Henne warten. Jawohl! Ja, da war auch das Huhn Drumstick ein bisschen zu langsam. Ja. Und da haben wir auch das TT-Amulett, welches wir benötigen, um bei Wispick in seinem zweiten Rennen zu landen. Aber das wisst ihr alle, wenn ihr den ersten Part, beziehungsweise Abenteuer 1 gesehen habt von meinem Let's Play. Ja, und dann würde ich sagen, fahren wir jetzt noch schnell das Trophy Race. Also wenn die jetzt noch besser fahren als vorhin eigentlich schon, dann muss ich mir langsam Gedanken machen.
Weil ich kann nicht jedes Rennen nur auf den A-Knopf ständig drücken. Es geht dann doch irgendwann in die Finger. Boah, hier wird schon mit harten Bandagen gekämpft. Ja, wir fahren uns gerade einen guten Vorsprung raus. Wobei Diddy und Pepsi, glaube ich, müsste das sein, hier ganz schön rankommen. Da haben sich natürlich gedacht, ja, im Abenteuermodus 1 kann ich mir nicht bieten lassen, ein zweites Mal so abgewatscht zu werden. Boah. Da haben wir auf der Geraden aber ganz schön viel Gas gegeben. Aber ist schade, dass ich jetzt den anderen blauen Ballon nicht mehr geholt habe, sonst hätte ich mal einen Turbo-Boost nehmen können. Ja, da haben wir es auch schon. Die ersten 9 Punkte. So. Ja, nur mal so eine kurze Erklärung zwischendurch, warum ich jetzt eigentlich den Abenteuermodus 2 doch spiele, ist, ich wollte es eigentlich dann doch komplettieren irgendwie, das hat jetzt für mich dazugehört irgendwie, auch wenn ich jetzt den TT wahrscheinlich nicht freispielen werde, eventuell mache ich das dann irgendwann mal so nebenbei, wenn ich so Lust habe, ups, ja. Auf jeden Fall wollte ich dann doch schauen, dass ich den Abenteuer 2 auch nochmal irgendwie durchkrieg, um euch ein bisschen zu unterhalten. Jetzt muss ich aufpassen. Und auch, ja, für ein bisschen Abwechslung auf dem Kanal zu sorgen, wenn dann weitere Let's Plays kommen. Also, dass ich dann nicht nur von einem Spiel, sondern von mehreren Spielen das mache. Und da hat mir das eigentlich ganz gut gepasst. Wenn wir schon mal den Abenteuermodus 1 durch haben, dann können wir auch den 2 noch machen. Und deswegen ist das ein Ding. Und ein anderer Grund ist, wenn es stimmen sollte, also ich glaube ja nicht so an Gerüchte, aber ich hoffe es so sehr, angeblich soll dieses Jahr auf der E3 Diddy Kong Racing 2 vorgestellt werden für die Wii U. Und wenn das wirklich der Fall sein sollte, dann werde ich das so feiern. Schon allein dann hat sich es gelohnt, dass ich die Wii U habe. Weil dieser Titel ist dann ein absoluter Pflichttitel für mich. Ich weiß nicht, wie sie das machen mit den ganzen Charakteren, die bei Microsoft jetzt in den Rechten liegen. Aber wenn sie das genauso hinbekommen wie dieses hier oder noch besser, dann absolute Pflichttitel für mich. Und das verkürzt dann auch so gesehen meine Wartezeit. Ich weiß jetzt gar nicht, wann die E3 ist. Ich glaube im Juni oder so. Juni. Bis dann, wenn es vorgestellt wird und das Spiel dann rauskommt, vergehen ja auch nochmal ein paar Tage. Und selbst wenn sie das dann als Weihnachtstitel machen, das ist bei mir definitiv unterm Baum. Ja. Nur mal so kleine Hintergrundfakten. Ob sie stimmen, werden wir sehen. Spätestens zur E3. Aber ich würde es richtig feiern, wenn es so kommt. Ja, ich höre schon wieder die Motorgeräusche. Ja, so, man merkt, die Fahrer sind richtig motiviert. Die haben aus Abenteuermodus 1 gelernt. Ja, und anhand von den Münzenrennen muss ich sagen, in den kommenden Welten wird es dann schon richtig, richtig schwer werden. Also, wenn wir jetzt schon so Probleme in der ersten Welt haben mit den ganzen Münzen, so knapp direkt reinkommen, dann, ja, steht uns noch einiges bevor. Im Abenteuermodus 1 haben wir ja gar nicht so viele Rennen wiederholt, was das Münzen-Einsammeln angeht. Das wird sich hier definitiv ändern. So, und dann holen wir uns jetzt hoffentlich den letzten Sieg.
Ah, ich versuche hier mal jetzt drei blaue Ballons zu sammeln, damit ich es euch mal zeigen kann. Ich konnte das, glaube ich, kein einziges Mal zeigen im Abenteuermodus 1, wie hier der Super Turbo Duper Boost ist. Warten wir noch. Kurzen Vorsprung kann ich den noch gönnen, weil wenn wir jetzt den Turbo einsetzen, dann geht es richtig ab. Jetzt warten wir noch auf die schöne Gerade. Und jetzt geben wir Gas. Hui. Und dann auch noch gleich den nächsten Turbo mitgenommen. Ja, jetzt müssen wir uns aber mal ein bisschen beeilen, damit wir noch ein paar Punkte kriegen, weil ganz herausfordern will ich das jetzt auch nicht. Schon. Boah. Gut, mit dem zweiten Platz kann ich auch leben. Das war jetzt, weil ich es euch halt mal zeigen wollte, ne? Ja, das wurde jetzt nichts, aber egal. Wir müssten trotzdem Erster sein am Ende des Tages. Jawohl, 10 Punkte Vorsprung. Und da ist auch unsere Trophäe. Schönes Ding. Auch wenn du Wispig drauf ist. Ja, und damit haben wir Welt 1 komplett abgeschlossen. Fahren wir doch mal direkt raus. Ja, und da will auch Tash gleich noch, dass wir ihm unsere Skills zeigen. Zeigen wir ihm halt mal, wie man richtig fährt und nicht auf so einem blöden fliegenden Teppich rummacht, ne? Ups, jetzt haben wir noch einen Frosch überfahren aus Versehen. Ich bin ja tierlieb. Bei Fröschen kann ich nicht viel machen, wenn sie einfach ins Auto hüpfen. Aber so langsam wie unser Kollege hier ist, müssen wir ja schon fast am Überrunden. Ich drifte hier mal ein bisschen. Schön ins Ziel geschlittert. Hello, friend. Bye bye for now. Und der nächste Silberballon. Schönes Ding. Müssten eigentlich mal ein bisschen mehr wert sein, ne? Aber ja. Bringt auch nur eins. Hello, friend. Ja, dann nehmen wir doch mal das Flugzeug und fliegen mal in die Schneewelt, hätte ich gesagt. Ja, da ist wieder die Wintermusik. Und zack, sind wir drinnen. Und schon wieder im Auto. Ja, also wie man sieht, wir hätten die Rennen alle locker schon nach der ersten Welt fahren können von den Punkten her. Ja, ich würde sagen, wir machen hier mal einen Cut und im nächsten Part fangen wir dann an, die Schneewelt zu erkunden. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Euer Pripple.